Ja, du musst jetzt nicht. Ja, und Micha von Paragestell. Hallo. Und hier bereiten wir gerade die Hacker Neuheiten Flugshow in Karlsruhe vor. Para RC. Hier ist der Markus, der gerade seine Geräte fertig macht. Und der Micha hat uns von seinen schönen aerodynamischen Strümpfen was mitgebracht. Ja. Kann man schön sehen hier. Für den Hackerpilot ist das Inlet eingeklebt. Wird dann gerade zur Stabilisierung der Beine benutzt. Dann sieht es sauber aus. Das geht auch über ein Gurtzeug durch Stretch. Genau, das ist echt super. Genau. Aerodynamisch natürlich perfekt, gell? Genau. Muss man sagen. Und die Beine sind auch ein bisschen geschützt. Wie im echten Liegezeug halt beim Mann drauf. Genau. Genau, wirklich genial. Ja. Und völlig unkompliziert. Ich muss nichts irgendwie festzogen. Das hält von ganz alleine. Kannst du mal präsentieren. Genau, gerade bei so einem geschundenen Robin wie bei meinem. Robin seine Füße hier rein. Ja, da würde ich gleich den Vorschlag sagen, das lassen wir dran. Genau. Und dann fliegen wir auch so mal eine Runde vor. Das kann man dann hier ein bisschen einklemmen. Das machen wir dann gleich weg hier. Dann nehme ich nachher gleich einen Testflug. Am Mittag bei der Flugshow nehmen wir das mal mit rein. Ja. Und schon ist der Robin eingepackt. Einwandfrei. Aerodynamisch, das gibt es also auch im echten Fliegen. Das ist dann Liegegurtzeug, das ist aerodynamisch sehr gut, weil die Luft natürlich wesentlich besser drüber strömen kann. Ja. Und gleichzeitig hat es noch einen Vorteil, gerade am Anfang für Einsteiger, die die Landung noch nicht so gut drauf haben, die Beine sind natürlich auch hier sauber geschützt. Ja. Und vor allem Robin friert es nicht unten rum. Gute Arbeit, hat der Micha da gemacht. Sieht auch gut aus. Absolut, ja. Ja, jawohl, super. Trotzdem war er problemlos steuerbar und war auch nicht kritisch. Ja. Also es ging eigentlich problemlos weiter und es ging jetzt bis zum Abflug. Ja, super. Also, wenn was für dich fertig ist, super, Dankeschön an das Team.